ein kurzer Gedanke. Ja, nun also zu meiner Serie nur ein kurzer Gedanke. Ich habe es im Teaser am Anfang genannt, personenzentrierte Pflege bei Demenz. Haben wir uns einen Bärendienst erwiesen oder ist die personenzentrierte Pflege tatsächlich nur etwas für Demenzkranke? Seit vielen, vielen Jahren bin ich in diesem Bereich unterwegs und seit vielen, vielen Jahren beschäftige ich mich mit personenzentrierter Pflege, insbesondere auch so wie sie Tom Kitwood bereits 1997, ich habe mir nochmal das Buch rausgesucht, das ich mir damals auch gekauft habe, da hieß es im Original Dementia Reconsidered, the person comes first, nicht? Also es geht natürlich um sozusagen den Erhalt des Personenseins als Demenzerkrankter oder bei fortschreitender Demenz. Das heißt, es geht um das Personensein trotz Erkrankung, weil die Demenz und die fortschreitende Demenz und der Verlust an kognitiven Fähigkeiten und das ewige Erleben von Fremdheit und dass sich nicht richtig in der Welt fühlen, einem natürlich das Gefühl nehmen kann, eine Person zu sein. Kitwood unterscheidet, ich will jetzt gar nicht zu tief gehen, ich habe ja angekündigt, dass ich nochmal zur personenzentrierten Pflege bei Demenz ein Seminar machen möchte, aber Kitwood unterscheidet zwischen personenstärkenden und personenschwächenden Verhaltensweisen. Und wenn wir uns die einmal anschauen, dann fällt etwas sehr Spannendes auf, nämlich, was ist das Ziel? Das Ziel der personenzentrierten Pflege ist die Herstellung eines echten nährenden Kontaktes. Denn Kitwood sagt, es ist ein Zitat, Personsein ist ein Stand oder Status, der dem einzelnen Menschen im Kontext von Beziehung und sozialem Sein von anderen verliehen wird. Er impliziert Anerkennung, Respekt und Vertrauen. So geschrieben in seinem Buch von 97, was dann auch 2000, glaube ich, war es, auf Deutsch herausgekommen ist. Das heißt, wir brauchen ein Gegenüber, um uns als Person zu fühlen. Und da stellt sich natürlich die spannende Frage, brauchen wir dieses Gegenüber, uns als Person zu fühlen, nur wenn wir demenzkrank sind? Brauchen wir dieses Gegenüber? Oder ist das Bedürfnis nach einem echten Gegenüber, was einem das Gefühl gibt, eine Person zu sein, nicht immer dann in besonderem Maße sozusagen gebraucht, in dem Augenblick, wo wir uns verletzlich, in dem Augenblick, wo wir krank sind, fühlen, in dem wir uns schlecht fühlen? Das glaube ich nämlich. Und wir sind häufig in Diskussionen über Kitwood und personenzentrierten Ansatz. Also das ist ja kein Konzept zum Umgang im Sinne von, da machen sie dies, da machen sie jenes. Es ist auch kein Praxiskonzept im Sinne vielleicht der Validation nach Pfeil oder der Validation nach Richards oder Cora van der Kolk's mäotischem Pflegemodell oder ähnlichem, sondern es stellt sozusagen ein Rahmenwerk dar, in dem wir uns bewegen. Es geht um Haltung und es geht darum, wie trete ich Menschen gegenüber und mache ich mir bewusst, dass meine Tätigkeit, dass das, was ich tue, dass das, wie ich mit womöglich kranken Menschen umgehe, einen Einfluss hat. Und zwar sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und Kitwood es gibt so ein spannendes Modell von ihm, das ist im Grunde nicht von ihm, aber er hat es auf die Demenz bezogen. Der hat nämlich gesagt, es gibt sozusagen ein biopsychosoziales Modell, ja, und das Verhalten und Befinden eines Menschen mit Demenz, sagt er, aber ich glaube eben nicht nur eines Menschen mit Demenz, ist abhängig davon, wie ist seine Biografie, wie ist sein gesundheitlich-physischer Zustand, wie ist seine Persönlichkeit. Die Neuropathologie bei Demenz zum Beispiel macht natürlich hat einen großen Einfluss, aber vor allen Dingen das Milieu, und zwar dort das personale als auch das materielle Milieu. Was haben wir gemacht? Wir haben diesen Ansatz von Kitwood genommen und haben ihn gefeatured die letzten 20, 25 Jahre, und das zu Recht. Wir haben gesagt, wir brauchen genau diesen Ansatz, damit wir auch den anderen, die in diesem Feld tätig sind, zeigen können, wie müsste die Grundhaltung sein. Ich muss mir bewusst werden, dass ich einen Einfluss habe. Ich, der pflegt, der Angehöriger ist oder wie auch immer. Aber
Aber all das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, zählt das wirklich nur für Menschen mit Demenz? Oder haben wir uns tatsächlich einen Bärendienst erwiesen, indem wir das so sehr auf das Feld der Demenz bezogen haben, dass wir es quasi anderen Feldern fast weggenommen haben? Natürlich gibt es die Ideen schon bei Juchli von ganzheitlicher Pflege und ganzheitlicher Versorgung, was immer auch das bedeuten mag. Aber dieses herunterdeklinierte personenzentrierte Ansatz, so wie Kitwood ihn beschrieben hat, kann man in meinen Augen fast eins zu eins für jeden Menschen in schwierigen Situationen, in schwierigen gesundheitlichen Situationen ansetzen und kann man übertragen. Und ich glaube einfach dadurch, dass das so sehr vorkommt im Feld der Demenz, zu Recht so stark ist im Feld der Demenz und sich viele dieser Ansätze wie Pfeil und andere darauf ja auch beziehen. Ja, da haben wir es aber fast den anderen weggenommen. Und wenn Sie in einer schwierigen gesundheitlichen Situation sind, brauchen Sie genau das, was Menschen mit Demenz eben halt auch brauchen, nämlich ein Gegenüber, was Ihnen das Gefühl gibt, eine Person zu sein, was Ihnen das Gefühl gibt, dass Sie selber noch handeln können und dass Sie die Fähigkeit haben zu handeln und dass ein Gegenüber Sie wahrnimmt. Das heißt, dass Sie sich weiterhin als Person fühlen können. Es gibt noch ein weiteres spannendes Zitat von Tom Kitwood. Das heißt: Es ist der Dunkelpunkt, dass bei einem Mann oder einer Frau mit der größten Genauigkeit eine Diagnose gestellt, die Person mit einem hochdetaillierten Pflegeplan versorgt werden kann und einen Platz in angenehmster Umgebung erhalten kann, ohne dass es jemals, und da bezieht er sich auf Martin Buber, ohne dass es jemals zu einer Ich-Du-Beziehung gekommen ist, nämlich zu einer Beziehung auf Augenhöhe. Und all diese Dinge, die Kitwood dort sagt, sind ohne weiteres übertragbar auf alle Menschen, glaube ich, oder bin ich fest von überzeugt, in schwierigen Situationen. Der Witz ist, dass wir es im Grunde die ganze Zeit mitgesprochen haben und mitkolportiert haben, dass es eben halt übertragbar ist oder eben nicht, dass es keine Erfindung ist von Kitwood, sondern dass Kitwood den Menschen mit Demenz, das war im Grunde seine besondere Fähigkeit, genau das wieder zurückgegeben hat. Ja, aber wir sagen doch immer, Menschen mit Demenz haben die gleichen Bedürfnisse wie jeder andere Mensch auch. Warum sollte sich dann also der Ansatz unterscheiden? Natürlich mag der anders sein bei einem Menschen, der sehr vergesslich ist und so weiter. Aber das Bedürfnis, sich als Person zu fühlen, zu spüren oder die Effekte, die es hat, wenn Sie Menschen nicht als Personen behandeln, die krank sind und in schwierigen Situationen sind, sind die gleichen. Sie fühlen sich entpersonifiziert, sie fühlen sich gruselig und sie wissen, dass es so nicht weitergehen kann und dass sie einfach auch wieder ein Stück weit Herr ihrer eigenen Situation werden müssen. Und genau das versuchen wir doch bei Menschen mit Demenz auch. Insofern glaube ich, haben wir tatsächlich allen anderen Kranken oder Menschen in schwierigen Situationen einen Bärendienst erwiesen, wenn man es mal übertrieben ausgedrückt so sagen würde, dass wir den Menschen mit Demenz, dem personenzentrierten Ansatz, also Kitwood ihnen den personenzentrierten Ansatz geschenkt hat, aber ihn den anderen fast weggenommen hat, da er dort als solcher gar nicht vorkommt. Er kommt nicht in der Form vor. Und wenn heute gibt es keinen Kongress, keine Tagung, auf der nicht über den personenzentrierten Ansatz gesprochen wird bei Demenz. Und das ist richtig so. Aber es sollte auch keine Tagung zum Thema Parkinson, zum Thema Krebs, zum Thema andere schwere Erkrankungen geben, auf der nicht über den personenzentrierten Ansatz gesprochen wird. Also, es ist an der Zeit, dass das, was wir gut gemacht haben in der Altenpflege, in der Gerontopsychiatrie, nämlich zu sagen, die eigentliche Begegnung ist das Zentrum unserer Auseinandersetzung, das endlich wieder jetzt allen anderen zurückzugeben. Sie mögen es vielleicht übertrieben finden, was ich hier sage, aber das ist das, wie ich es derzeit sehe und wie ich es schon seit vielen Jahren fühle, weil ich glaube wirklich, wir haben den personenzentrierten Ansatz auch einem Bärendienst erwiesen, indem wir ihn so sehr beschränkt haben auf
die Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz. Und im Grunde muss es der grundsätzliche Ansatz sein, im Umgang mit Menschen, vor allem in schwierigen, prekären, krankheitsbedingten Situationen. Und sozusagen nochmal als letzten Beweis für meine These, dass die personenzentrierte Pflege allen gehört und allen zustehen müsste, als letzten Beweis noch einmal aus dem Buch von Kitwood seine Beschreibung zu den psychischen Bedürfnissen von Menschen mit Demenz. Und zwar spricht er von dem Bedürfnis nach Trost, dem Bedürfnis nach Bindung, dem Bedürfnis nach Miteinbeziehung, dem Bedürfnis nach Beschäftigung und dem Bedürfnis nach Identität. Und wenn diese Bedürfnisse nicht gestillt werden, ja, dann kann daraus, so beschreibt er es bei Demenz, herausforderndes Verhalten entstehen oder eben halt das Gefühl, keine Person zu sein oder sich nicht als Person zu fühlen. Und das einzige Mittel oder das wichtigste Mittel, dem gegenüberzutreten, ist ein echter, nährender Kontakt. Und nun sagen Sie selbst, ist das etwas, was sich nur auf Demenz bezieht? Ich glaube nicht. Nur ein kurzer Gedanke.